Schau, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Und ich bin ein bisschen planlos, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Weil ja, lass mich raten. Ach, ihr Mensch. Viel Spaß mit eurer Existenz. Ich gehe mal weiter. Hör mir gerade mal ein bisschen Wurst, ist das mal. Mal so ein bisschen Wurst. Ein bisschen Wurst und ein bisschen Käse. So, die zweite Tür. Kann ich da durch? Seid ihr mir jetzt ernsthaft? Ihr seid mir ernsthaft. Ihr seid mir ernsthaft. Der Schlüssel des Hauses verwendet. Bye, bye! Ey, ich hab bald echt so einen ganzen Gefährtenzug hinter mir. Kommt ihr hier jetzt auch durch? Krähen. Fucking Krähen. Wow. That's a crow, right? Dieser Geschütz von den drei Geistern. Es bin eine Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am unteren des Bildes ist ein Schalter. Noch nicht. Lass mich mal kurz. Sein Bild hält in einem Armband. Liegt in einem gelben Glas. Da sind überall Schalter. Hier ist auch noch einer. Das Bild eines Heiligen. Im gelben Glas. In Güntherglas. Das Ganze gibt es ja auch nochmal von der anderen Seite. Außer das eine ganz am Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das was sagen will. Außerdem, das Ding hat gar keinen Schalter. Okay. Aua! Blöden Viecher! Was wird das denn jetzt? Was wird das denn jetzt? Ihr Viecher! Was ist denn mit euch kaputt? Kommt doch her! Kommt doch her, wenn ihr euch traut! Alter, ihr seid ja echt nervige Biester. Ach du Scheiße, das ist ein rotes Glas. Weiß hat sich purpur gefärbt. Hat sich grün gefärbt. Ah, warte mal. Das mit einer Halskette. Es leuchtet purpur. Aber das ist ja richtig, I guess? Von den drei Geistern. Das Licht der Frau mit dem Armband, Halskette und Krone. Armband ist bis... Boah, ihr Nervensägen. Macht ihr überhaupt Schaden? Merklich. Es leuchtet grün. Also wieder ursprüngliche Farbe. Warte mal, kann ich die hier auf der Seite auch? Hat sich weiß gefärbt. Das Problem ist, es ist nicht unbedingt leicht hier mit diesen Viechern noch. Hat sich weiß gefärbt. Oh. Hat sich orange... Aha, ich sehe. Und jetzt ist hier die Farbe anders. Mit einer Krone. Es leuchtet weiß. Ach du Scheiße. Wie? Okay, warte mal.
Nochmal ganz sachte jetzt. Geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armen und Krone. Unterrand des Bildes ist ein Schalter. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie willst du das jetzt? Jetzt kickt meine Farbschwäche rein. Ich kann nicht ganz zuordnen, was oben, also was die, das ist Kopfband und hier der, das unten ist. Ja, eben, deswegen, ich sehe das ja. Die Halskette ist so dieses Purpur. Also da war ich hier gar nicht mal so falsch mit, dass das hier Purpur sein muss. Jetzt ist es dead. Warte mal. Ach so. Wenn das von beiden Seiten ist. Das heißt, es muss jetzt wieder... Lass mich in Ruhe, du Vogel. Krone grün. Halsband lila. Ursprünglich. Wieso jetzt wieder ursprünglich? Hat sich rot... Warte mal, hä? Wieso das denn? Geh weg! Wieso ist es jetzt wieder... Hä? Wieso ist es denn jetzt wieder weiß? You confuse me! Shut the fuck up, ihr Viecher! Ah! Purpur, okay. Da steht orange. Achso, nee, nein. Warte mal, dann muss ja jetzt nur noch... hellen Krone, es leuchtet orange. Er will ursprüngliche Farbe. Mit einer Krone, leuchtet gelbem Glas. Hat sich orange. Warte mal, jetzt mache ich das mal von der anderen Seite, weil ich glaube, dass... Nein. Ihr Mistviecher. Kann man euch irgendwie abschalten? Hat sich weiß. Nee, weiß will ich nicht. Hat sich orange, warte mal. Boah! Ihr seid auch ein paar viele, ne? Ihr seid viele, ihr seid Legion. Ich weiß. Ich hab schon verstanden. Und es ist grün. Das sollte jetzt stimmen. Gelb-Grün-Schwäche, ja. Das sollte jetzt also... Ahaha. Ihr Mistviecher! Komm, fliegt woanders hin. Und da ist eine Maske, die ich nicht mitnehmen kann. Aber ich muss mich sowieso heilen, weil diese Viecher ja aggressiv AF sind. Damit haben wir Maske Nummer 2. Dietrich verwendet. Geh doch durch und lass dich nicht von dem... Oh, just punch it. Es ist eine Krähe. Just fucking punch it. Ui. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, hier. Oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Oh, das ist doch sogar sehr... Warte mal, da kann ich doch die eine... Da kann ich die... Wenn ich schon mal hier bin, ne? Wenn ich doch schon mal hier bin, kann ich doch die eine Maske direkt schon mal in jemandes Gesicht drücken. Ich meine, why not, right? Wenn wir schon mal hier sind. Jetzt ist die Frage, warte mal, das ist eine mit... ohne Mund, I guess? Ja, yep, da fehlt der Mund und... rote Pickel. Maske ohne Mund. Jetzt müssen wir mal gucken, welche von euch hat keinen Mund. Anstelle eines Mundes. Dann wird es doch die hier sein, right? Nee, nicht kombinieren. Bäh. Okay, ich verstehe. Alles klar, schon verstanden. Muss nichts mehr sagen. Das Ding blutet auch aus irgendeinem Grund. Okay. Also, I don't. Das, ich finde, da fragt. Die Kamera macht mich wahnsinnig. Alter. Es ist ja nicht so, dass die Kamera ein Problem ist. Nur manchmal kontrolliert sie unbewollt deine Steuerung. Und das ist. Leicht. Fuck you. Okay. Wie steht's? Wie steht's? Wie geht's? Warnung. Das ist nicht gesund. Aber ich kann jetzt ja... Warte mal, hier war Helmchen, right? Tür verschlossen. Helmchen-Symbol. Okay, pass auf. Pass mal auf hier.
By the way, wehe, dieses eine Fickschnitzel ist jetzt, ne? Nö, du bist weiter dahinter. Ich lass dich auch dahinter, du kannst da machen und tun, was auch immer du willst. Das ist mir sowas von Schnuppe. Oh, ich hab ganz vergessen, ich habe hier einen Haufen Freunde gleich. Totally forgot about that. Nein, nicht, nein! Lass das! Achso, jetzt muss ich es erneut schieben. Irgendwer hat es wieder zurückgeschoben in meiner Abwesenheit! Yes, please. Ups. Nicht prüfen. Nicht prüfen. Ich bin aber auch, ne? So. Fehlende Musik. Das würde ich am liebsten erstmal wegpacken. Um genau zu sein, würde ich einiges gerne erstmal wegpacken. Da muss ich aber dafür dadurch. Durch den, ja, dafür müsste ich da durch, außer da ist der Raum mit unseren ganzen Freunden. Es sei denn... Warte mal, habe ich noch? Nee, ich habe keinen Platz. Fuck. Du Pissbirne! Hier, spiel damit! Und halt die Schnauze. Oh, fuck! Ja, richtig, gut. Nee. Ihr geht mir auf den Sack. Ihr Pissbirn. Direkt hier? Ja, direkt hier. Ich will dich gar nicht stören, ja? Bei egal, was du machst. Ich will nur da zu diesem einen Point in my life. Ich will... Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Bediene ihn, falls du in der Masse geraten sollst. Barry. Der Kerl hat echt so viel Zeit und hinterlässt hier Nachrichten? Really? Hat er das jetzt wirklich gemacht? Oder habe ich die vorhin schon... Wow! Barry war aber ein fleißiges Bienchen! Alter, Barry war aber ein richtig fleißiges Bienchen! Barry war der gesamte B-Movie in einem. Und er ist Hilfesprays und noch mehr Granatwerfermunition. Barry, er liebt dich. Barry ist toll. Barry! So, das Ding packen wir mal wieder weg. Wir haben immer noch eine defekte Knarre. Wir haben... Wobei, das, ich werde sowieso gleich speichern. Die Munition behalte ich, das muss ich behalten. Die packe ich gleich weg. Aber warte mal, ich packe die jetzt weg. Nee, du sollst ja auch die Munition aufheben, du blöde Nuss. Brandsätze. Ja, ich hätte nur gern mal, ne? Erste-Hilfe-Spray. Und noch ein Erste-Hilfe-Spray. Achso, das, ich kann nur eins zur Zeit davon tragen, okay. Okay, erstmal den Schlüssel brauchen wir noch. Wir haben 12 Schuss für eine fucking, für einen fucking Granatwerfer, den wir noch nicht mal mit dem Arsch gesehen haben. Wir haben jetzt allerdings auch gut Pistolenmunition. Ich würde aber auch nicht wegen der einen Maske jetzt zurückgehen. Das wäre jetzt Blödsinn. So, und das packen wir auch noch ein. Oder nehmen wir das erstmal mit? Ich meine, wir haben 3 Stück davon. Ach komm, wir nehmen das erstmal mit. Ah ja, jetzt speichere ich noch. Weil Speichern macht glücklich. Vor allem neuen Dinger, also bitte. Also bitte. 9 Stück haben wir davon. Jo Mensch. Können wir uns auch mal speichern gönnen, ne? So können wir wenigstens mal unsere nächsten Schritte planen. Jetzt haben wir 2 Masken. Wir sind also hier jetzt gerade in 2 von 2 Territorium. Den Schlüssel brauchen wir ja noch. Und... Wie sieht so mein Status aus? Ich bin jetzt auf Warnung. Also ich halte nicht mehr so viel aus. Also ein Erste-Hilfe-Spray ist gar nicht mal so retarded. Und dann hatte ich eh wieder 2 Plätze frei.
Jetzt ist die Frage. Da ist ein Raum, wo ich eventuell durch kann. Nee, kann ich nicht. Das habe ich schon mal versucht. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein Geschoss höher. Nur so als blöder Plan. Hi. Hi. Würdest du das später noch essen? Oder? I probably would. Okay, dann lass ich's da. Ist Freitag heute, ne? Nee. Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Ja gut, okay. Kannst mal sehen, ich denk schon nicht mehr an Tage. Tage sind doof. So. Und das Gewitter grollt weiter. So, was erwartet uns hinter dieser Tür? Welche Freuden des Lebens? Ein Elch. Ja, Mensch. Und Kräuter? Ich meine, ich pfeife mir gern mal gerade ein Kraut rein. So ist es ja nicht. Dieser Mann ist ein großer Kratzer. Sieht nicht aus wie das Werk eines Wesenden. Also meine Instinkte sagen, die schlagen Alarm. Die schlagen gerade 9 Level Alarm. Ich habe den Dietrich verwendet. Oh, das ist schön. Die Musik ist auch höchst ominös. Hey, Barry! Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief. Der Oberteil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen. Aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was sich noch an diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. In dieser Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir so leid. Martin Crackhorn. Crackhorn? Bei allem Respekt, aber der Kerl hat einen geilen Namen. I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Unten Aquarium und ein Angelhaken? Diverse Angelhaken. Das Aquarium riecht, als hätte jemand was dann gelebt. Vielleicht würde irgendein Geschöpf darin Bäb. Jetzt habe ich einen Angelhaken. Ganz nice. Ist voller biologischer Berichte. Und da ist ein Hirn. Warum nehme ich einen präparierte Insekten? Darunter ein Schalter. Es passiert nichts. Hat er was mit dem präparierten Insekt zu tun? Das würde ich gern wissen. Ich habe nur gar keinen Platz mehr. Das ist das Problem an der Sache. Allein 2 brauche ich ja für Benzin und Streichholz. Was war da ein Kratzer draußen? Das verwundert mich hier gerade. Haken zum Angeln. Nothing special there. Gut, den Falter konnte ich jetzt nicht mitnehmen. Da habe ich keinen Platz für. Jetzt ist die Frage, was ist hier? Barry, was ist das für ein Kamerawinkel? Ein Erste-Hilfe-Kit. What? Was war das denn jetzt? Ah, Kamera! Hier ist noch mehr Farbkästchen. Hier ist noch mehr Kraut. Also ein Krauts schauen durch das Bett zu führen. Willst du mir sagen, ich soll das Bett schieben?
mitten durch das Bett. What the fuck? What? Alter, Kamera, bitte! Versuch, etwas mit mir zusammenzuarbeiten. Nee. Okay, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie diesen Falter wahrscheinlich brauchen. Gut, warte mal, dann mache ich das so. Dann bringe ich jetzt einmal den Haken in die Truhe, I guess. I guess. Ich meine, ist er nicht weit von hier. Zum Glück. Ist er leicht da unten. Niedergebrannt habe ich auch alles, was hier mal jemals leben könnte. Ja, da war Farbband, aber ich habe ja so schon keinen Platz. Ich mach mir gerade mal ein bisschen mehr Platz, weil ich glaube, da ist ein bisschen Micromanagement gefragt. Von dem her nachher. Ja, packen wir mal weg. Brauchen wir gerade, glaube ich, dann doch nicht. Den Haken lassen wir mal auch vom Haken. So haben wir zwei Plätze frei. So. Jetzt ist die Frage. Ja, auf jeden Fall, hier ist die Folge erstmal vorbei. Wir sehen uns denn das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. So, Leute.